Liebe Fuzzis, ich trage heute einen Hut, weil ich ihn für euch ziehen möchte. Ohne eure Unterstützung wäre der Medienfuzzi nichts und so erfolglos wie die Energiepolitik der Grünen. Deswegen sind wir voller Dankbarkeit, dass uns inzwischen schon über 8000 Follower folgen. Und selbstverständlich haben wir nicht vergessen, was wir euch versprochen haben, wenn wir diese Marke erreichen. Deswegen jetzt für euch exklusiv mein lieber Freund und Kollege, der Cheftrainer des Teams Fuzzi, Giovanoli Trapperfuzzi, zur aktuellen Situation. Viel Spaß. Buongiorno, sind Sie bereit? Es gibt im Moment in diesem Land, oh, einige Politiker vergessen Ihnen, Mensch, was Sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht Atomkraft mehr. Es gibt kein Land in dieser Welt, ist es so dumm. Keine. Letztes Jahr hatten wir im Platz drei Kraftwerke, Emsland, Isar 2 und dann Neckar-Westheim 2. Wir müssen nicht vergessen Neckar-Westheim. Neckar-Westheim war ein gutes Kraftwerk. Mehr als Isar 2, mehr als Emsland. Ist klar, diese Wörter ist möglich zu verstehen, was ich habe gesagt? Danke. Dumm! Dumm ist die Machen in Deutschland. Zweite. Ich habe erklärt mit dieser Habeck, Nachgas weg, brauchen vielleicht Atomkraft. Ich habe auch andere Länder gesehen in Europa nach dieser Entscheidung. Ich habe auch gesehen, 2 Jahre die Bundestag. Ein Medienfuzzi ist nicht ein Idiot. Ein Medienfuzzi sehen, was passiert in diesem Land, in diesem Bundestag. Es sind 240 Politiker, die sind schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen, welche Partei hat gemacht die Entscheidung? Haben Sie gesehen, welche Partei? Hat entschieden Vassili oder entschieden Jacqueline oder entschieden Medienfuzzi? Diese Politiker beklagen mehr als denken. Wissen Sie, warum niemand will diese Politiker? Weil wir haben gesehen, viele Male solche Mist. Haben gesagt, sind nicht gute Politiker für Regierung Deutschland. Scholz! Scholz ist 2 Jahre hier! Hat gesagt 10 Worte! Ist immer vergesslich! Was erlauben Scholz? Letztes Jahr Meister geworden. Mit Adenauer, mit der Helmut Schmidt. Diese Politiker waren Politiker und waren Meister geworden. Scholz immer vergesslich. Hat absolviert 20 Monate in dieser Regierung, in dieser Position. Muss respektieren seine Menschen, seine Wähler. Haben viele nette Menschen in diesem Land. Stellen Sie diese Menschen die Frage. Haben keine Mutantworten. Aber ich weiß, was denken über diese Politiker. Müssen zeigen, jetzt. Ich will sofort. Diese Politiker müssen zeigen, mich und die Wähler. Müssen allein dieses Spiel gewinnen. Ich bin müde. Ich bin müde, jetzt wählen diese Politiker. Ich verteidige nicht mehr diese Politiker. Ich habe immer die Schuld über diese Politiker. Einer ist Robert, einer andere ist Ricarda. Scholz dagegen, egal. Hat nur gesprochen 25 Worte dieses Jahr. Ich habe fertig. Wer uns hier folgt, dem verrate ich, wer mich entjungfert hat.